Hi Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fußball Manager 13. Wir haben lange gefeiert. Wir sind Champions League Sieger. Eiskaltes Ding, Leute, Hammer. Weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wir haben die Champions League tatsächlich für uns errungen. Ja, wir müssen jetzt mal ein paar Veranstaltungen planen, das würde ich mal sagen. Saisonabschlussfeier muss ja kommen hier. Da Saisonabschlussfeier. Die Spieler können weiter feiern, natürlich immer weiter feiern. Mit den Fans feiern wir zusammen. Dann können die Spieler auch nochmal feiern. Also, wir kommen gar nicht mehr voraus, das ist ein Feiern. Spielerfeier haben wir gerade gemacht. Essen gehen, Vergnügungspark, nee, Presse, Spielerauszeichnung müssen wir auch noch machen, genau. Und dann können sie eigentlich im Urlaub gehen hier an diesem Donnerstag. Los beginnen, genau. Zack, da geht's dann ab in den Urlaub für die Spieler. So! Und da müssen wir mal schauen, was hier minus 4,4 Millionen Euro Baukosten. Wieso? Oh ja, die haben irgendwie das Stadion ausgebaut, so einen komischen Quatsch. Ah, was die so. Wir hatten nie ein volles Stadion und trotzdem wird es ausgebaut. Kartenverkauf. Ne, hier Infrastruktur. Ja, Stadion erste Mannschaft wird auf 65.000 Zuschauer ausgebaut. Ist in 13 Tagen wohl fertig. Da bin ich mal gespannt. Haben wir auch noch das originale Stadion oder kriegen wir auch so ein Fertigprodukt denn hier hingestellt? Ich glaube, ich habe das ja eigentlich eingestellt, ne? Nee, ist alles noch wie es ist. Sehr gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hamburg ja auch noch, ne? Genau, genauso wie auch in München. Da müsste alles noch gleich sein. Jawohl. Wundervoll. Es gehen halt mehr rein. Da haben sie ja Stehplätze geschaffen, oder? Noch die obere Rang aufgebaut. Ach, hast du nicht gesehen. Ja, hat also was gebracht, gestern hier im Schalke-Trikot zu sitzen. Mit Schalke-Schal um Champions League Sieger geworden. Und wie verdient. 3-0 gegen die Bayern. Unglaublich. Und es kommen ja einige zurück hier. Patrick Rakowski zum Beispiel kehrt zurück. Wie viel haben wir den damals geholt? Für 1,5 Millionen haben wir ihn geholt mal. 200.000 in Duisburg für den. Da hat er bloß 3 Spiele gemacht. Dann hat er 33 Spiele in Ingolstadt absolviert. Sehr schön. Ein Jahr zweite Liga durchgestanden jetzt. Ist er jetzt bereit für die erste Liga? Das ist die Frage, ob wir ihm das schon zutrauen können. Aber im Arthur Mourage haben wir noch einen Souverän dahinter. Müssen wir mal schauen, wie sich das alles entwickelt. So, wir sind ja alle sehr gut in Form jetzt momentan. Höwe deshalb hier mal die 80 knackt. Kirchhoff hätte in Verteidigung 80, also auch er hat eine richtig gute Saison gespielt bei uns. Vor allem in der Rückrunde. Goretzka gut, klar. Verfahren, Huntelaar Stärke 86, der ist ja auch total gut drauf zurzeit. Hat er die Tore erzielt im Finale. Neustädter wurde wieder fit jetzt, also okay. Müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. News Center. Was Neuzugänge angeht auch, also wir gucken mal nach einem Shaqiri, den habe ich ja ganz gerne, den würde ich ganz gerne zu Schalke lotsen, den guten Shaqiri ins Blickfeld nehmen und dann, ja ne, auf den Berater brauchen wir nicht machen, der ist bekannt. Rechtes Mittelfeld kann er gar nicht spielen, doch kann er doch. Ist er nicht eingespielt, also wenn der eingespielt ist, dann hat er auch eine 80 da, also wie links, also er kann links wie rechts spielen. Dürfte kein Problem sein, ihn da umzuschulen in der Zeit. Müssen wir mal gucken, ob Bayern uns den abgibt zur nächsten Saison. Fakt ist, jetzt haben wir noch nichts verhandelt, jetzt haben wir erstmal noch nicht das Budget und wir werden uns erstmal zum Trainingsauftakt am 1. Juli ein Bild verschaffen. Jetzt geht es erstmal los mit der Weltmeisterschaft in Brasilien, Eröffnungsfeier. Der FIFA-Weltmeisterschaft hat begonnen. 32 Mannschaften spielen um den Titel. Brasilien, Deutschland und Spanien sind in der Favoritenrolle, ganz klar. Insgesamt 200 Mannschaften hatten eins das Rennen für einen Platz in diesem Turnier aufgenommen. Die 32 Besten von ihnen spielen jetzt um die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft. Da geht's jetzt los. Und bei uns geht's erstmal los mit den Abschiedsfeierlichkeiten. Fanbeliebtheit nur bei 88. Warum? Warum? Wir haben die Champions League gewonnen. Hallo? So, Mark Pool, UEFA Champions League. Nach Abschluss wird die zweite Hälfte der Zahlung aus dem Mark Pool fällig. Die Summe wird in Relation zur Anzahl der absolvierten Partien verteilt und sie halten insgesamt 6,1 Millionen Euro. Ich glaube, das ist irgendwie ein bisschen wenig. Auf den Gipfel Europas. Gelsenkirchen ist der neue Nabel des europäischen Fußballs. Und die Begeisterung der dicht gedrängten Menschenmenge kennt keine Grenzen. Die Menge will sie singen hören. Das Resultat ist zwar schockierend, aber im Allgemeinen Freudentaumel werden sie trotzdem gefeiert. Sponsor wünscht sich Vertragsverlängerung von der Baumarkt. Obi möchte gucken, ob sie erhöhen. Ja, erhöhen sie sogar. Gut, dann machen wir jetzt. Okay. Obi hat verlängert.
Für knapp eine knappe Million Euro zahlen sie jetzt. Ist doch super. So, dann geht es natürlich weiter mit der Spielerfeier. Und jetzt der Kicker. Abschluss der Saison. Die Bundesliga ist in Deutschland beendet. Wir haben eine unglaublich spannende Meisterschaft erlebt. Die größte Überraschung dieser Saison war VfB Stuttgart. Die größte Enttäuschung bei und für Leverkusen. Bayern München wurde Meister. Wieder mal. In der Champions League sind sie kläglich gescheitert. Dortmund, keine richtige Freude, wollte bei Borussia über die Vizemeisterschaft aufkommen. Ja, genau. Denn die haben es ja in den letzten 5 Spielen verbockt. Total verbockt. Die waren immer zuerst da, hatten ein Polster gehabt, alles andere. Bester Spieler war Miguel Lopez vom HSV. Er wurde von seinen Kollegen zum besten Spieler gewählt. Torschützenkönig wurde Mario Mandzukic mit 30 Toren Torschützenkönig. Ja, wir wollten ihn ja erst holen, ne? Und dann haben uns am Ende für Podolski entschieden. Ich weiß auch nicht, warum ich denn den nicht geholt habe. Ich hätte mir doch lieber den holen sollen, aber egal. Son und Lewandowski teilen sich den zweiten Platz. Torwart des Jahres ist unser Morage leider nicht dabei. Weidenfeller ist Torwart des Jahres, hat nur 23 Gegentore kassiert. Ulreich 27 Tore kassiert und Neuer 30 Tore kassiert. Wie stark ist Ulreich denn? Das ist auch nicht gerade schlecht. Und Weidenfeller, ja klar, der beste Torwart, der nie für sein Land gespielt hat natürlich. Das Duell, Klaassen Huntelaar war knapp gegen Miguel Lopez. Schade, Huntelaar hat ja auch eine gute Saisonleistung gebracht, auch wenn er nur in Anführungszeichen wenn er nur in Anführungszeichen 17 Tore erzielt hat und 5 Vorlagen dafür aber gegeben. Wie viele Vorlagen hat er letztes Jahr gegeben? 5, auch wie dieses Jahr, bloß hat mehr Tore erzielt. Champions League hat er dieses Jahr 8 Tore erzielt, letztes Jahr waren es nur 3. Also auch da hat er mehr Besseres draus gemacht. Auch nur 2 gelbe Karten kassiert, von daher gute Leistung gewesen von dem Hunter. Und jetzt das Relegationsdrama. Hier eine Übersicht der kürzlich beendeten Relegationsspiele. Bochum hat es in der Bundesliga geschafft gegen Nürnberg. Zu Hause nur ein 2-2 und Nürnberg zu Hause im Easy Credit Stadion schafft es mit einem furiosen 4-0 wieder aufzusteigen. Nürnberg also direkt wieder hochgekommen. In der zweiten Liga, Alemannia Aachen gegen Hansa Rostock, 0-0 in Aachen. In Rostock setzt sich leider die Alemannia aus Aachen durch. Und damit, ja, Aachen leider drin geblieben in der zweiten Liga. Hansa schafft es wieder nicht aufzusteigen, schade. Wieder knapp geworden. Und jetzt werden hier ein paar verfügbar durch den Abstieg von Düsseldorf und Augsburg. Giefer, Stärke 73 als Torwart, wäre verfügbar. Was hat er denn für eine Ausstiegsklausel? Freigabe bei Abstieg. Aber was für eine Freigabe ist die Frage, aber den brauchen wir nicht. Levels brauchen wir auch nicht, Malerschas brauchen wir nicht. Daniel Bayer vom FC Augsburg brauchen wir auch nicht, Reisinger brauchen wir nicht, Kaiserbrecker braucht man alles nicht. Das braucht man alles nicht, was hier frei geworden ist, von daher tschüss. Seht zu, wie ihr einen neuen Verein findet. So, Spielerauszeichnung. Bester Spieler, Arthur Morage, unser Keeper, auch wenn er mal ein paar Patzer hatte, war trotzdem mit einem Notenschnitt von 3,02 der beste Mann. Spricht nicht gerade für eine gute Saison für uns bei diesem Notendurchschnitt, ne? Aber war ja auch so. Bester junger Spieler, Julian Draxler, Notenschnitt von 3,18, ist auch in Ordnung. Klaassen Huntelaar ist der beste Torschütze mit 18 Toren. Warum 18? Er hat doch 17 Bundesliga-Tore gemacht. Aber okay. Auszeichnung für das Tor des Jahres. Roman Neustädter beim 1-2 gegen Sporting Lissabon. Hier zu Hause hat er auch getroffen? Da muss ich, glaube ich, nochmal im Countdown reingucken, was das für ein Tor war. Nee. Gegen Sporting hat von Wolfsburg getroffen. Ach, der meint sie bestimmt, dass... Doch, das 2-1, als wir in Lissabon gespielt haben. Das war Tor des Jahres, dieses Tor. Oh, da waren noch ein paar schönere, glaube ich, bei. Liebling der Fans ist Julian Draxler. Von ihm wurden 23.784 Trikots verkauft. Unsere Nummer 10. Am häufigsten Spieler des Spiels war Klaassen Huntelaar. 8-mal Spieler des Spiels. Er hat uns ja auch öfter mal den Arsch gerettet. Unser Top-Stürmer da vorne. Vielleicht ist er doch ein heißer Kandidat, nächstes Jahr Kapitän zu werden. Hier gibt es da mal eine kleine Veränderung. So, Pokal. Da setzt sich Hannover 96 durch. Heißt, wir sind quasi Platz 5 und können uns so mal... Ach Quatsch, ist ja scheißegal, wir sind eh Champions League. Also wird 7. und 8. glaube ich, irgendwie in die Champions League vergeben, ne? Kann das sein? In die Europa League vergeben, meine ich. Aber okay, Hannover 96 gewinnt den DFB-Pokal mit 2-0. Zum zweiten Mal, glaube ich, in der Geschichte. Sie haben es ja eins als Zweitliges geschafft. War das 89 oder 92? Ich weiß nicht mehr genau, wann Hannover das geschafft hat. Jedenfalls als Zweitliges haben sie sich damals immer durchgesetzt. Jetzt zum zweiten Mal, also durch Jakonan und Schmiedebach gegen VfB Stuttgart. Vor 74.400 Zuschauern. So, Spielerfeier.
Sie hatten für heute eine Party organisiert, die Stimmung ist großartig und ihre Spieler feiern ein bisschen früh morgen schon. Ja, scheißegal. Ist gerade abgeschlossen bei Man City, Leverkusen. Alle Spieler sind bei Leverkusen bekannt. Mal gucken, und da gucken wir uns gleich mal rein hier. Spieler können in den Urlaub. Sponsor wünscht die Vertragsverlängerung, eine Baufirma. Alpine. Wir sind 3 Jahre, Summe erhöhen, mal gucken. Wir sind schließlich auch nicht billiger geworden, aber okay, verlängern wir für den Betrag. Scheißegal. So, dann schauen wir mal rein, was wir von Leverkusen hier haben. Und dann schauen wir allgemein mal bei Leverkusen rein, würde ich sagen. Team zweite Mannschaft, was haben wir da? Kolja Pusch. 21 Jahre jung. Der wäre doch was für unsere zweite. Dass die sich auch verstärken könnte. Was haben wir noch? Okan Aydin. Wo stammt der ursprünglich her? Das ist ein Leverkusener. Sonst noch was Interessantes hier. Hier haben wir noch einen. Ja, immer Toprak. Der spielt noch zweite Mannschaft. Was haben wir noch? Konstantinos Stafelidis. Linker Verteidiger. Da haben wir in der zweiten Mannschaft eigentlich genug. Was haben wir noch? Nikolai Jürgensen. Der vergammelt ja auch da. Tobias Steffen. Kolja Pusch. Der sieht ja recht interessant aus. Ich würde sagen, da machen wir einfach mal ein Kaufangebot. Da können wir sogar noch runtergehen. Den würden sie gerne loswerden, wie es aussieht. 200.000 Euro bieten wir da an. Akzeptieren sie, sehr schön. So, dann haben wir schon mal einen. Dann gucken wir mal in die A-Jung von Leverkusen rein. Hier gibt es auch was Schönes, na bitte. Kubilai Akilidis. Okay, tut mir leid, also ich kann solchen Namen nicht sehr gut aussprechen. Da ist der Baumi. Der natürlich viel besser den Namen aussprechen. Was haben wir hier noch? Nico Gentner. Obwohl für links, da kommt ja noch linkes Mittelfeldspieler, obwohl da haben wir ja, gut, die werden ja alle verliehen. Nico Gentner. Aber ne, ich denke, die Mannschaft ist ganz gut aufgestellt. Da, was haben wir in der B-Jung vielleicht noch was? Ne, hier eine A-Jung denn. Gut, okay. Dann müssen wir uns dann später nochmal ansehen, wo wir hin sollen. Auf jeden Fall, Kolja Pusch soll für unsere zweite Mannschaft verstärkt werden. Wir gehen weiter im Programm. Die Weltmeisterschaft läuft ja auch. Ach, haben wir es ja schon. Möchte für höchstens 3 Jahre unterschreiben. Kann er machen. Ist für die Mentalmannschaft verpflichtet. Zukunft des Spielers. Was große Zukunft vor dem, muss man Geduld haben natürlich. So 800.000 Euro Gehalt. Alles in Ordnung eigentlich. Also kriegt er das Angebot hier für die zweite Mannschaft. Dafür soll er kommen. Dafür soll er verstärkt werden. So, Weltmeisterschaft, WM, konzentrierte Trainingseinheiten zu beobachten. Aha. Wir schauen mal allgemein, wie die zweite Liga hier noch ausgegangen ist. Wer gesellt sich denn zu uns? Mainz steigt wieder neu auf. Der erste FC Köln kehrt zurück in die erste Liga. Herzlichen Glückwunsch. Und die Nürnberger als Absteiger kehren auch zurück. Ja, Aachen als Aufsteiger hat sich in die Relegation gesetzt. Cottbus steigt als letzter ab. Energie Cottbus am Tiefpunkt der Geschichte. FSV Frankfurt ebenso steigt auch ab. Da unten auch 60 München, Duisburg allesamt unten gewesen hier. Karlsruhe als Aufsteiger hat eine gute Saison gespielt. Hertha schafft es ganz knapp nicht. Ingolstadt auch knapp gescheitert, genauso wie Dynamo Dresden auch noch. Also hier war ja bis Platz 7 alles drin für den Aufstieg. Ganz interessant. Und dann schauen wir mal in die dritte Liga. Wer kehrt in die zweite Liga? RB Leipzig macht den Durchmarsch. Perfekt auf dem ersten Platz. Spielen jetzt also denn zweite Liga. Die haben ja die finanziellen Möglichkeiten. Jetzt zu anderen Vereinen. Was haben sie so Schönes? Alles unbekannte Namen. Jo, ach so, Hansa hat als Vierter in der Relegation gespielt, weil Dortmund ja nicht durfte. Und sind leider gescheitert. Schade, Hansa. Gibt es da noch irgendwas Interessantes? Sergi Gomez kenne ich nicht. Florian Heller haben sie sich geholt. Kevin Müller ist klar. Tom Weiland fünf weiterhin dort. Edison Jordanov. Weber. Und Aufsteiger 68. Sie sind ganz recht gut alle hier. Gut. Regionalliga Nord. Na gut, da brauchen wir eigentlich nicht reingucken. Das ist alles nicht wirklich interessant. Dann schauen wir gleich noch in die internationalen Gefilden rein. So, Kolja Pusch wechselt zum FC Schalke 04. Sehr schön. In die zweite Mannschaft. Also wir verstecken uns schon mal für die Zukunft. Sponsor zahlt Bonus. Ihr Hauptsponsor hat Ihnen einen Bonus in Höhe von... Ja, wegen internationalen Pokal. Sehr schön. Urlaub nach Weltmeisterschaft. Die folgenden Spieler nehmen an der FIFA-Weltmeisterschaft teil. Gestatten Sie Ihnen zusätzlich Urlaub vom ganzen Beginn der Saison. Hövedes, Draxler, Kirchhoff, Moraes und Augusto sind unterwegs.
Kalender für nächstes Jahr ist natürlich noch nicht drin, ne? Für nächste Saison. Ich würde mich gerne wissen, wann die Bundesliga wieder startet. Aber ich glaube, 2 Wochen ist, glaube ich, am besten, ihnen zu gönnen. Nilsander fühlt sich stark unterbezahlt. Boah. Was war denn für ein Vertrag? Boah, also ich denke mal, die Vorbereitung wird auch bei uns mitmachen. Scouting abgeschlossen. Leverkusen, okay, da kümmern wir uns später noch drum, denn jetzt, das machen wir am Anfang der neuen Saison, denn das bringt jetzt alles noch gar nichts, umzustellen. So, auch um Nilsander wollen wir uns noch kümmern. Drücken wir gleich Stopp. Werden wir mit ihm verlängern. Und dass er gleich ein höheres Gehalt kriegt. So, was haben wir hier? Der Budget ist überschritten. Ja gut, da kann ich ja nichts für. Das Stadion ausbauen war ja nicht meine Idee. Wo ist er jetzt? Nilsander. Da. Nilsander, Vertrag verlängern. Für höchstens 3 Jahre verlängern, okay. Kriegt er jetzt 450.000. Bist Ergänzungsspieler. So. Mehr braucht man dazu nicht sagen, ne? Angebot unterbreiten. Forschung wird das auf keinen Fall genehmigen, war ja wieder klar. 400.000 Euro. Zack. Fertig ist die Sache. Sander bleibt. Bis 2019 also. So, die ersten Spiele sind gespielt. Deutschland mit dem ersten Sieg, standesgemäß natürlich. Die Ergebnisse können wir uns hier leider nicht angucken. So, da haben wir mal die Ergebnisse. Da haben wir ja unsere Beteiligung hier. Ato Moraes als Nationaltorwart für Brasilien unterwegs, oder wie? Die gewinnen 8:0 gegen China. Was für ein Ding. Guck an, Moraes also bei uns beim FC Schalke 04 zum Nationaltorwart gereift, wie es aussieht. Wollen wir mal reingucken. 2 Spiele Nationalelf gemacht. Ja, der ist wirklich zum Nationaltorwart gereift bei uns. Küsst eine klasse Leistung. Höwedes hat auch für Deutschland 19 Minuten durchgespielt. Note 2,5. Deutschland gewinnt gegen Saudi-Arabien 3:0. Michel Bastos ebenfalls mit Brasilien unterwegs gewesen. Ist klar, Julian Draxler war auch mit Deutschland unterwegs. Und Renato Augusto ja auch mit Brasilien unterwegs. Hat auch 90 Minuten gespielt sogar. Genauso wie auch Julian Draxler. Ist ja interessant, dass die so spielen. Mal gucken wir uns mal die Aufstellung an. Neuer, Lahm, Hummels, Höwedes. Hier also Innenverteidiger. Schalke und Dortmund. Castro. Holtby. Schweinsteiger. Schweinsteiger ist ganz schön schwach, meine Güte. Schon länger nicht mehr gespielt bei Bayern, wie es aussieht. Julian Draxler spielt links, Reus rechts, Mitte Kroos, Gomez im Sturm. Kiesling ist hier nominiert worden, natürlich sowas von verdient. Und Lukas Podolski, wie ist es für ihn denn gelaufen da in Genua? 18 Spiele, 10 Tore, da macht er auf einmal wieder Tore ohne Ende. Na, bei uns hat er ja auch öfter nicht von Anfang an gespielt, glaube ich mal, wenn er öfter von Anfang an gespielt hätte, hätte es vielleicht geklappt. Apropos Podolski, muss man an der Stelle ja sagen, ne? Ist ja tatsächlich in Wirklichkeit bei Schalke im Gespräch. Irgendwie machen die ja alles nach, ne? Ich habe mir hier Goretzka geholt, dann kam raus, Schalke holt sich den. Dann habe ich mir Podolski hergeholt und dann kommt raus, ja. Auch dort ist Schalke jetzt neuerdings dran. Janschke ist sogar mitgefahren, wow, gute Stärke. Auch Stindl ist mit dabei, Ter Stegen, 3. Torwart, Ulreich, 2. Torwart. Was haben wir noch? Kirchhoff ist auch dabei. Stimmt, da hätte ich ja gerade lesen müssen, ne? Also 3 Schalker vertreten die deutsche Nationalmannschaft, sehr schön. Freut mich für sie. Ah, Kirchhoff hat eben nicht gespielt dagegen. Oh, das war abgeschlossen. Jetzt hat er schreibt neuen Vertrag. Sehr schön. Sponsor. Einer ihrer Sponsoren würde gerne den aktuellen Vertrag verlängern, der am Ende der Saison ausläuft. Warum lege ich das überhaupt? Windows 8? Na, von diesem Mistprogramm würde ich gerne mehr Geld haben. Naja. Windows 8, bin kein Freund davon. Ich weiß, ich laufe noch auf Windows XP, aber trotzdem. Windows 7 ist ja doch, glaube ich, die beste Variante. So, Deutschland nur mit einem Punkt am 2. Spieltag. Guck an. Gegen Paraguay, wie es aussieht. Die haben auch den 1. Punkt gesammelt. Das ist nicht toll. Brasilien. Auch nicht mit dem Sieg. 4 Punkte nur. Unentschieden gegen Schottland, wie es aussieht. Werden wir gleich sehen. Gucken wir mal. Moraes gegen Brasilien. Note 3. Höwedes. Note 2,5 erneut. Mit gelben Karte. 19 Minuten durchgespielt. Bastos ebenfalls wieder 15 Minuten im Einsatz. Draxler 18 Minuten gespielt, wurde dann ausgewechselt und Renato Augusto auch wieder 19 Minuten abseits, aber kein Tor von denen. Von den Leuten ist Holland gar nicht dabei. Fällt mir mal so ein. So, das Stadion ist ausgebaut. Stadionkapazität jetzt 64.473. Na, ist ja ganz interessant. So. Abgeschlossen. Neuer Jungspieler entdeckt. 47 mit 16. Ne, muss nicht sein. Nö.
Fertig, Haupttribüne ist fertig, Ecke ist fertig, Ecke ist fertig, Ecke ist fertig. Neubau ist fertiggestellt. Philipp Max will sich auch gut rechts ausmachen. Ich will jetzt sehen, ob da wirklich jetzt das Stadion hier noch ist. Ja, ist noch sehr schön, Gott sei Dank. Nicht, dass wir so ein Musterstadion haben wie alle anderen noch. Gut. Spieler fühlen sich eingesperrt. Ah, yeah, bei Deutschland. Da ist ja ein ganz schönes Ding. So, sind wir dabei? Nee, wir sind nicht dabei im Beliebtheitsgrad, obwohl wir die Champions League gewonnen haben. Beliebtes Verein Real Madrid bleibt bei den Fans die Nummer 1. Bayern auch dabei mit vorne. So, hier gibt es erstmal auch nichts Neues. Ich bin gerade überlegen, ob ich die Folge hier komplett durchziehe mit diesem Saisonübergang. Oder doch, habt ihr eigentlich verdient, ne? So, was haben wir denn hier Schönes? Andreas Högelbaum Pereira. Von Manchester United. Der hat doch keinen Vertrag dort. Schön langer Name. Gucken wir, ob wir da verhandeln können. Ja, können wir sogar. Aktuelle Saison. Wir können ja gerne zur ersten Mannschaft einladen. Können wir immer noch verleihen, müssen wir sie in die zweite Mannschaft schicken. Andreas Högelbaum. Pereira. Jahresvertrag. Unterbreiten. Mal gucken, was da aber kaum rauskommt. Was haben wir hier noch Schönes? Von Real Madrid, von Barcelona, von City, von Bayern. Thomas Pekter. Ist ein Liechtensteiner. Mhm. Naja, mehr brauchen wir uns auch nicht angucken. B-Jung vielleicht mal gucken. Hier ist noch einer. Ian Taylor. Ach, der war ja schon mal bei uns im Gespräch. Können wir nochmal versuchen. Die Saison. Ach nee, das muss auch nicht sein. Machen wir einfach weiter. Wenn wir diesen Pereira kriegen, ist auch schon was Interessantes dabei. Die Saisonübergänge. Solange noch keine Transferperiode offen ist und wir kein Budget haben, ist es ein bisschen langweilig, ne? Ah, so. Da haben wir es so. Weltmeisterschaft, Deutschland gewinnt und ist als Gruppenerster ins Achtelfinale eingezogen. Auch Brasilien zieht als Gruppenerster ein. Spanien ebenso wie Serbien. So, dann schauen wir uns mit Achtelfinalpartien an. Deutschland gegen Schottland, Serbien gegen Schweiz, Italien gegen Schweden, Chile gegen Portugal, Frankreich gegen Bosnien, Argentinien gegen England, Spanien gegen Uruguay und Brasilien gegen Türkei. Was haben wir denn hier Schönes? Fitnessprogramm. Ein Fitnesstrainer bietet Ihnen an, mit kürzlich verletzten Spielern ein Spezialprogramm zu absolvieren. Bitte wählen Sie Spieler in der Liste aus. Ja, klar, dann soll der Jude Pharao das mal mitmachen. Die Fitness ist ja nicht so gut bei ihm. Und er will ja sich anbieten, hoffentlich. So, also. Brasilien gewinnt 5-2 gegen Israel. Im letzten Gruppenspiel. Höhe des ebenfalls 94. Hat nicht ganz durchgespielt, aber auch wieder Note 2,5. Also der macht gute Leistung da. Und Nato Augusto sogar mit einem Tor. Wunderbar. Und Kirchhoff hat sogar gespielt. Sehr schön. Wurde in 64 Minuten eingewechselt. Nicht für Höwedes. Als rechter Verteidiger. Mhm. Sein erstes Länderspiel also. So, Deutschland gewinnt also auch gegen Schottland 4-0. Im Viertelfinale treffen sie dann auf Serbien. Brasilien gegen Uruguay. So, was haben wir hier? Höwedes hat durch, also 4-0 gewinnt Deutschland. Höwedes hat wieder eine saubere Leistung gebracht. Außer keiner Tor erzielt. Geht es Schlag auf Schlag hier mit den Spielen. So, bei Scherz hier, alle Spieler sind auch, uns auch dort bekannt. Auch bei Stuttgart sind uns alle Spieler bekannt, wie es aussieht, genau. Alban Saba ist noch angeschlagen. Immer leicht angeschlagen, aha, es wurde abgeschlossen. Das Spiel bekannt auch bei Leverkusen. Das wussten wir. Sponsor wünscht Vertragsverlängerung. Sky. Die können uns auch ruhig mehr zahlen. Siehste, geht doch. Geht doch. Warum nicht gleich? Warum muss man erst 10 Tage lang betteln? So, Pereira bleibt bei seinem Verein. Schade. Neuer Jungspieler entdeckt. Enes Akabay. Nee, das ist auch nicht das, was es sein soll. Ja, jetzt werden wir erstmal alle rausschmeißen in die Jugendmannschaft, die, würde ich sagen, weniger als 3 Stellen haben. Also auch die 2,5 Talente schmeißen wir raus. Wow, können wir die irgendwie alle markieren? Nee, geht leider nicht. Aber die sollen alle raus. Dass wir hier vernünftige Talente reinkriegen. Nach Hause schicken.
Nach Hause schicken. Nach Hause schicken. Jetzt ist die Sommerpause, jetzt können sie dann neue Spieler auffüllen. Außer den 60er Hedl und den behalten wir natürlich. Der ist ja nicht schlecht, hat auch schon zweite Mannschaft gespielt. André Braun bleibt auch, ist bester Torschütze dort. Nach Hause schicken. Und nach Hause schicken. So, B-Jugend. Oh, was haben wir für einen? Tim Kübel. Wow. 4,5 Talent. Das ist echt ein Ding. Der ist ja richtig gut, der Junge. Stürmer, 1,83. Der muss natürlich spielen. Der wird aufgestellt hier. Zack. Zack. So, ansonsten noch wieder auch alles nach Hause geschickt, was nicht so wirklich gut ist. Obwohl die ganz Schwachen eher nur. So, die zum Beispiel, der zum Beispiel hier. Oder die hier, genau. Da haben wir so einige auf der Liste. Nach Hause schicken, nach Hause schicken. Oh man, das ist eine heilige, richtig gute Arbeit. Weil, ne, der ja schon. Ach, denn die auch. So. Auch wenn sie gespielt haben, aber die werden ja aufgefüllt jetzt wieder. So, haben wir die Jugendmannschaft auch ein bisschen aufgeräumt. Alles klar, weiter geht's. 26 Minuten sind wir schon wieder dran, meine Güte. Ich würde sagen, ich mache hier mal einen kleinen Cut rein. Und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.